Hallo und herzlich willkommen zu Japanisch Essen in Leipzig. Heute wollen wir die Sakura Kaiten Sushi Bar besuchen in der Bose Straße Nummer 4. Momentan befinden wir uns noch an der Thomaskirche im Zentrum von Leipzig. Doch nun begeben wir uns Richtung Westen zum Dietrichring. Die Sakura Kaiten Sushi Bar hat täglich geöffnet. Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und dann von 18 bis 24 Uhr. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen hat sie nur von 18 bis 24 Uhr geöffnet. Es ist Donnerstagmittag, kurz vor 11.30 Uhr. Zusammen mit zwei weiteren Freundinnen, die ebenfalls heiß auf Sushi sind, bin ich weiterhin auf dem Weg dorthin. Nun haben wir den Dietrichring erreicht. Hier müssen wir über die Straße hinüber und in die Gottschedstraße hinein. Wir gehen die Gottschedstraße weiter entlang, vorbei am 21, dem Night Fever, dem Solimar und anderen nächtlichen Lokalen. Linke Hand, nachdem wir die Zentralstraße überquert haben, sehen wir eine Gedenkstätte. Diese wurde für die Opfer des 9. November 1938 errichtet. In der Pogromnacht wurde die Synagoge, die einst an dieser Stelle hier stand, abgebrannt. Hier steht auch ein Gedenkstein, mit dem den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus gedacht wird. Nachdem wir an der Gedenkstätte vorbei sind, biegen wir nur wenige Meter weiter links in die Bose-Straße ein. Und dann sehen wir sie auch schon, die Sakura Kaiten Sushi Bar. Das Restaurant teilt sich in zwei Bereiche. Der untere Bereich, in den man hineinkommt, wenn man durch die Tür tritt, ist der Thekenbereich mit der Sushi Bar. Dann ein paar Treppen links hinauf geht es allerdings auch zu einem Bereich mit Tischen und Stühlen, wo man Sushi à la carte bestellen kann. Dort befindet sich auch eine kleine Getränketheke. Das Ambiente und die Einrichtung sind, wie man sieht, angenehm schlicht. Vielleicht sogar ein Tick zu schlicht. Ein klein bisschen mehr asiatisch oder typisch japanische Dekoration würde der Atmosphäre eventuell ganz gut tun. Wir begeben uns an die Sushi-Theke. Von Montag bis Freitag zur Mittagszeit, also von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr, erhält man das sogenannte Mittagsmenü. Man darf sich drei Sushi-Platten seiner Wahl nehmen, bekommt dazu noch eine Miso-Suppe und einen grünen Tee und zahlt für alles zusammen 9,50 Euro. Für jeden weiteren Teller, den man sich noch zusätzlich zu den dreien dazu nimmt, zahlt man weitere 3,20 Euro hinzu. Am Sonntagabend ist außerdem Happy Sushi Day. Von 18 bis 24 Uhr bezahlt man auch hier für jeden Teller nur 3,20 Euro. Abseits des Happy Sushi Sonntags und des Mittagsmenüs unter der Woche, bei dem nur die Teller gezählt werden, die man gegessen hat, kosten unterschiedliche Sushi-Arten unterschiedlich viel. Wie viel genau, erkennt man anhand der Farben auf den Sushi-Tellern. Dieser rote Teller hier beispielsweise hätte 3,20 Euro gekostet. Der hellgrüne Teller oben drüber 4,30 Euro im Normalfall. Neben diesen beiden gibt es noch zwei andere Preiskategorien. Einen Teller für 3,80 Euro und das teuerste einen Teller für 4,80 Euro. Die Kellnerinnen und die Mitarbeiter der Sakura Kaiten Sushi Bar sind allesamt sehr freundlich. Jedoch muss ich einen kleinen Kritikpunkt beim Service trotzdem anbringen. Ich entsinne mich noch, wie als ich vor 2,5 Jahren das erste Mal die Sakura Kaiten Sushi Bar besuchte, dass es selbst beim Mittagsmenü noch richtige Holzstäbchen gab. Jetzt sind es nur noch diese, wie sie in vielen Asia-Restaurants üblich sind, Einwegholzstäbchen, die man erst auseinanderbrechen muss und die danach nach einmaliger Benutzung weggeschmissen werden. Das ist vielleicht ein sehr kleinlicher Kritikpunkt, aber ich finde es trotzdem schade, da ich von früher noch die andere Variante gewohnt bin. Die Auswahl ist recht groß. Es gibt viele Maki, Nigiri, Temaki, Inside Out Rolls, Special Rolls, Sashimi, Seetangsalat, Reiskuchen, Hähnchenspieße. All das findet sich auf dem Sushi-Laufband wieder. An Fisch hat man die Auswahl zwischen Lachs, Wolfsbarsch, Thunfisch, Aal, Tintenfisch, Butterfisch und noch einigen anderen. Es gibt allerdings auch vegetarische Rollen. Oftmals wandern nur die gleichen und beliebtesten Sushi-Arten auf den Schiffen an der Theke herum. Es ist allerdings kein Problem, so wie es auch eine Freundin von mir an diesem Donnerstagmittag gemacht hat, sich beim Sushi-Meister zu melden und à la carte eine eigene Sushi-Auswahl zu treffen und zu bestellen.
Damit ihr schauen könnt, was man sich im Einzelnen alles bestellen kann und was sich auf der Karte befindet, verweise ich an dieser Stelle hier auf die Internetseite der Sakura Kaiten Sushi Bar und entsprechend auf die Speisekarte, die man sich auf der Seite herunterladen kann. Auch Sauberkeit hat in der Sakura Kaiten Sushi Bar einen hohen Stellenwert. Das Messer, das zum Schneiden der Sushi-Rollen benutzt wird, wird nach Fertigstellung einer jeden Kreation kurz abgewaschen. Auch über die Arbeitsfläche des Sushi-Meisters vor ihm wischt er einmal kurz mit einem nassen Handtuch nach Fertigstellung jeder Kreation drüber. Doch jetzt genug der langen Vorrede, es wird Zeit zu essen. Insgesamt 7 Teller Sushi werde ich zu mir nehmen. Hier zeige ich euch mal, was ich so gegessen habe. Ansonsten bleibt mir für die nächste Minute erstmal nur zu sagen, Itadakimasu! Miam, sieht das lecker aus. Und genauso lecker wie es aussieht, so schmeckt es auch. Jede einzelne Sushi-Kreation hat irgendwie eine eigene Geschmacksnote, die sie von den anderen unterscheidet. Und anhand der großen Auswahl bleibt hier definitiv kein Mund trocken. Wie bewerte ich nun die Sakura Kaiten Sushi Bar? Ich sage nochmal dazu, dass ich die 10 von 10 Punkten wirklich nur bei Lokalitäten und Restaurants vergebe, die mich wirklich auf allen Gebieten, Sauberkeit, Service, Geschmack, Ambiente und dergleichen von vorne bis hinten in Begeisterungsstürme versetzt haben. Das schafft die Sakura Kaiten Sushi Bar leider nicht ganz. 2 Kritikpunkte sind zum einen das etwas karg anmutende Ambiente. Und das andere, was allerdings natürlich eine sehr subjektive Note ist, ist, dass leider nur Standard-Einwegstäbchen verwendet werden. Preis-Leistungstechnisch ist das Sakura durchaus befriedigend bis gut. Am Happy Sushi Sonntag sowie unter der Woche zum Mittagsmenü kann man sich durchaus die 3 Teller, die Miso-Suppe und den grünen Tee leisten, selbst als Student für die 9,50 Euro. Auch jeder weitere Teller für 3,20 Euro ist durchaus akzeptabel. Fällt allerdings gegenüber der ein oder anderen Sushi-Bar, die schon ab 2 Euro Teller anbietet, durchaus etwas ab. Definitiv keine Wünsche offen bleiben bei Geschmack, Auswahl und bei der Sauberkeit in der Sakura Kaiten Sushi-Bar, die von mir alle die volle Punktzahl in den Teilbereichen 10 von 10 bekommen. Mit allerdings doch leichten Abstrichen beim Ambiente, beim Preis-Leistungs-Verhältnis und beim Service kann ich immer noch guten Gewissens eine Gesamtpunktzahl von 9 von 10 Punkten für die Sakura Kaiten Sushi Bar vergeben. Das war's dann für heute mit dem Video für die Rubrik Japanisch Essen in Leipzig. Wir besuchten die Sakura Kaiten Sushi Bar in der Bose Straße Nummer 4. Und dann bleibt mir an dieser Stelle zu sagen, vielen Dank fürs Essen. Gozo sama deshita.